Zum 25. Bestehen der Firma Gazprom hielt Russlands Präsident Putin in Moskau folgende kurze Rede. Alexei Borisowitsch, morgen feiert Gazprom, unser wahrscheinlich mächtigstes Unternehmen mit staatlicher Beteiligung, sein 25. Jubiläum. Ich möchte Ihnen und allen, die bei Gazprom arbeiten, dem gesamten riesigen Team dieses führenden Unternehmens zu diesem Jahrestag gratulieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass in den vergangenen 25 Jahren enorme Anstrengungen unternommen wurden, um die Industrie zu konsolidieren, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Wir erinnern uns gut, es gab eine Zeit, als der Staat praktisch keine Kontrolle mehr über diese Firma hatte. Sie war ohne Übertreibung ein Rückgrat der Wirtschaft. Als sich diese in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in einer schwierigen Lage befand, wurde sie zu einem Großteil von Gazprom aufrechterhalten. Etwa indem das Unternehmen nötige Volumen zur Aufrechterhaltung der Strom- und Wärmeversorgung abgab, zu Preisen und Gebühren deutlich unter dem Marktniveau. Nur dadurch konnten andere Industriezweige arbeiten und was veraltet war, neu errichten, Ressourcen in die Entwicklung investieren. So leistete Gazprom in dieser Zeit eine wichtige Arbeit für die technologische Erneuerung und Erweiterung. Gazprom hat in 151 Bereichen gearbeitet. Ich bezweifle, dass ein anderes Unternehmen auf der Welt sein Netzwerk in solch einem positiven Sinne erweitert. Sie arbeiten in 34 Ländern der Welt aktiv, wo sie viele Partner und Freunde haben. Ich weiß, dass Gazprom nicht nur in unserem Land den Gasabsatz entwickelt. Sie arbeiten auch aktiv im Ausland. Ein erheblicher Teil des Unternehmens besteht im Exportbereich. Ich möchte Ihnen, der Firma Gazprom und allen Mitarbeitern zu diesen Ergebnissen und Ihrem Jubiläum gratulieren. Die Übersetzung der Rede erfolgte nach dem russischen Originalmanuskript des Kreml. Aktuelle News aus Moskau gibt es bei uns jeden Sonntag mit Julia Dudnik und ihrem Magazin Russland direkt, das ihr mit einem Klick auf den jetzt eingeblendeten Link erreicht. Abonniert uns für aktuelle Russland-News.